Hallo, hier ist Vito von Natura Vista. Ich möchte hiermit ein neues YouTube-Format ausprobieren, nämlich Vitos Dschungel-Stories. Ich habe in Ulm Biologie studiert, währenddessen war ich ein Jahr lang in Costa Rica zum Austausch und danach war ich für meine Diplom- und meine Doktorarbeit auch noch in Costa Rica und zwar insgesamt über 2 Jahre. Und meine Diplom- und Doktorarbeit haben sich beide mit der Ökologie von großen Jagdspinnen beschäftigt. Ich habe meine Forschungen in der Biologiestation La Tirimbina durchgeführt und das ist ungefähr 60 Kilometer nördlich von San Jose. Und wie der Name tropischer Regenwald schon sagt, regnet es verdammt viel im tropischen Regenwald. Nämlich dort in Tirimbina hat man so gemessen, dass es pro Jahr durchschnittlich 3777 mm regnet. Das ist ungefähr 5 bis 6 Mal so viel wie in Deutschland. Somit kann man sich in Deutschland eigentlich über den Regen gar nicht so beschweren, oder? Die Durchschnittsjahrestemperatur in Tirimbina sind ungefähr 25 Grad Celsius. Worum soll es jetzt hier gehen in diesen Vitos Stories aus dem Regenwald? Nun, während des ganzen Aufenthaltes von 2 Jahren für meine Doktorarbeit dort, habe ich jede Menge gefilmt und auch jede Menge erlebt. Und das möchte ich hier in kurzen, prägnanten Episoden bringen und das so ein bisschen kommentieren. Und ich würde sagen, langer Rede, kurzer Sinn, ich fange gleich mit der allerersten Story an. Kurz nachdem ich in Tirimbina angekommen bin, haben wir, das heißt ich und ein anderer Doktorand, die Nachricht bekommen von einem Guide, dass in der Nähe von dem Stationsgebäude ein Zwergameisenbär gesichtet wurde. Und zwar in einer Höhe, dass man auch noch vom Boden an das Tier rankommt und es filmen oder fotografieren kann. Und dann haben wir einfach beschlossen, ja, dann gehen wir mal hin. Wir haben uns mit Kameras ausgerüstet und wir haben so eine kleine Standleiter mitgenommen und sie durch den Dschungel geschleppt. Du weißt doch, wo das war, oder? Ja, ich hab's markiert. Ah, markiert, na gut. Der Weg dauerte nicht allzu lange, 10 bis 15 Minuten, dann waren wir dort. Und wir haben den Zwergameisenbär tatsächlich gefunden. Der hing in den Pflanzen an so einer Liane und ungefähr 3,50 Meter Höhe. Es war ganz gut, dass wir diese Standleiter mitgenommen haben. Denn dann konnten wir schön draufkrabbeln. Das Filmen und Fotografieren war immer noch mühevoll, weil das quasi über Kopf war immer noch. Dann hol ich mal die Kamera raus. Vielleicht gibt es das eine oder andere Foto. Also eine normale, schöne, große Leiter wäre da viel besser gewesen. Das hält mich also aus, ja. Link ganz außen treten. Die Familie der Zwergameisenbären, also Cyclopedide, gehören zusammen mit einer anderen Familie, den Myrmecophagide oder eigentlichen Ameisenbären, zusammen in die Unterordnung Vermilingua. Zu den eigentlichen Ameisenbären, also den Myrmecophagide, gehört auch der nördliche Tamandua, Tamandua mexicana. Und den habe ich dann später in Tirimbina auch gesehen. Und zwar, wie er dann Ameisen tatsächlich gefressen hat und die Nester ausgegraben hat. Total genial. Aber jetzt zu den Zwergameisenbären. Die Zwergameisenbären, Cyclopedide, bestehen nur aus einer einzigen Gattung, nämlich Cyclopes. Und ursprünglich bestand die Gattung Cyclope aus nur einer einzigen Art, nämlich Cyclopes didactylus. Und dieser war unterteilt in 7 Unterarten. Aber in einer neueren Studie von 2017 wurde das Ganze umgekrempelt. Und jetzt besteht die Gattung Cyclopes aus 7 eigenständigen validen Arten, von denen der mittelamerikanische Zwergameisenbär Cyclopes dorsalis eben in Mittelamerika, also auch in Costa Rica vorkommt, bis letztendlich ins nordwestliche Ecuador. Die Zwergameisenbären kommen vom südlichen Mexiko bis ins zentrale Bolivien vor. Wie der Name schon sagt, ist der Zwergameisenbär ziemlich klein, nämlich er erreicht die Maximallänge, also das heißt der Rumpf plus der Schwanz von ungefähr 45 cm. Und wiegt um die 400 Gramm. Er ist ein reiner Baumbewohner und hat einen Schwanz, der zu einem Greifschwanz so schön umgewandelt ist. Das heißt, er kann den Schwanz schön um irgendwelche Pflanzenteile wickeln und sich damit auch an den Pflanzen in großer Höhe festhalten. Die Zwergameisenbären haben vorne 2 sehr starke Krallen und die sind so stark ausgebildet, dass sie quasi Ameisennester schön ausgraben können. Und die können sich damit auch verteidigen. Wenn sie einen packen, dann versuchen sie, die Krallen einem ins Fleisch zu bohren. Tut ganz schön weh, stelle ich mir vor. Die Zwergameisenbären ernähren sich von kleinen Insekten und hauptsächlich, wie der Name schon sagt, von Ameisen. Weil sie ja Baumbewohner sind und so klein sind,
kann man sie natürlich vom Boden auch sehr schlecht entdecken, in dem ganzen Pflanzengewirr und in den Bäumen, die teilweise bis zu 40 Meter hoch sind, in Zentimeter und höher. Und dementsprechend kann man sie auch sehr schlecht beobachten. Und daraus folgt natürlich, dass relativ wenig über Zwergameisenbären bekannt ist. In den ganzen mehr als 27 Monaten, die ich in Treminda verbracht habe, habe ich diesen einzigen Zwergameisenbär gesehen. Ich bin jetzt am Ende meiner ersten Dschungelstory. Schreibt einfach mal in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat, was ihr gerne noch verbessert haben würdet. Und wir sehen uns dann bei der nächsten.